Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, hier zurück bei Elon Motors TV. Es geht jetzt zurück, die 900 Kilometer Fahrt nach München im Model Y Performance. Hier steht er und diesmal auch gut geparkt. Habe ich letztens nicht gesehen, dass da ein Fußgängerding war, wobei da ist hier sowieso Hafenbereich, da sind nicht viele gelaufen. Aber es geht jetzt zurück, ihr seht hier hinter den Hafen von San Benedetto del Tronto. Wir gehen gleich ins Auto, resetten alles und dann geht's los auf die Tour. Die Kunst besteht da drin, mit diesem Auto, dem Model Y Performance mit 21 Zoll Felgen, 17,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer zu unterbieten. Und das versuche ich heute mal und ich werde natürlich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit mitberechnen mit meinen Tipps und Tricks. Und vom Peter, schönen Gruß an die Elektro-Schwaben, der hat mir das ja gesagt, wie man das macht. Und ich habe das jetzt ja schon einige tausend Kilometern ausprobiert und konnte so meinen Schnitt so weit runterfahren. Ich hoffe, das hilft vielen. Ich bin jetzt auch dabei, eine Patreon-Seite aufzubauen, wo dann auch Testkarten drin sind, also was die Autos verbrauchen. Und ich werde mir dann auch die anderen Modelle mal angucken und das ingenieursmäßig ausrechnen, wie viel ihr verbraucht, bei welcher Geschwindigkeit, alleine auf Gewicht, Aerodynamik und Wetterbedingungen. Und diese Seiten können dann die Patreon Abonnenten können dann kostenlos runterladen und da wird es dann einiges geben, was über das hiesige, was ich bisher hier gemacht habe, hinausgehe. Ich hoffe, ihr seid dabei, ihr seid interessiert, das wird nicht besonders teuer sein, aber es ist auf jeden Fall spannend und natürlich weiterhin gibt es hier die strategischen Punkte und natürlich auch ab und zu die Fahrten mit dem Tesla Model Y. Jetzt gehen wir mal zum Auto, kommt einfach mal mit und dann zeige ich euch, wie man das Ganze berechnet. Schaut, hier ist nochmal die neue Welt, das Tesla Model Y und das ist halt einfach ein Hammer-Auto und ihr seht da hinten die alte Welt, so ein CUV von Mercedes, was ist das, ein GLC, sieht auch schick aus, aber dieser hier, das ist halt einfach die Zukunft. Jetzt gehen wir einfach mal rein, ich resette alles, gucken uns die Route an und dann geht's los und ich melde mich dann von unterwegs. Das heißt, wer später zugucken will, der kann natürlich jetzt hier die Fahrt live verfolgen bis heute Abend. Dann bin ich in Bozen dort zum Dinner eingeladen und wir werden uns hier befassen. Schaut euch das an, hier ist die Route. Wir sind jetzt hier gerade am Hafen. Ich werde jetzt mal mein Trip zurück. Ihr seht hier, 953 war die Fahrt hier, 17,4 mein Durchschnittsverbrauch, also 17,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das werden wir jetzt resetten. Ich habe hier Mission zurücksetzen. Auch ein Tipp von mir, wie man das ganz gut organisieren kann. Ihr könnt hier unten das Logbuch, wie bei einem Piloten, das sind die kompletten 26.975 Kilometer, die ich gefahren bin. 19,1 der Schnitt. Hier die Mission habe ich zurückgesetzt. Das ist jetzt praktisch heute. Und hier seht ihr dann praktisch den aktuellen Trip mit dem letzten Laden. Ihr hört hier auch meine Musik. Die gibt es im Amazon und auch im Store Multiplanetary von Elon TV. Die Platte haben ja viele bei der Auslieferung laufen. Ich bin ja schon seit 2 Jahren dabei hier für euch und ich bin absolut gespannt. Ich habe jetzt nochmal meinen Tesla Model S Plaid bestätigt bekommen. Die Konfiguration wird sein weiß metallic. Nicht, weil es das Kassengestell ist, weil es umsonst ist, sondern damals, als ich meinen Model S 90D hatte, meinen zweiten Model S, der war dann in weiß, weiß innen drin, mit weißem Leder, Carbon hier in der Mitte und die 19 Zoll Räder. Ich will für euch mal testen, was da der Verbrauch ist, bevor ich mir dann für die nächste Saison im Sommer dann die großen 21er drauf mache, die Arachnids. So, jetzt geht's los. Wir geben jetzt mal einen Brixen. Da fahren wir erstmal hin. Das ist jetzt hier oben. Seht ihr? Und so toll macht er das hier. Wir gucken jetzt gerade mal hier. 255 Kilometer. Es waren jetzt noch 24 Kilometer drin. Und er schlägt mir jetzt vor, in Fano und dann bei Affi entsprechend das zu machen. Ihr seht, er jetzt alles super gemacht. Und er wird mich jetzt hier durchlotsen. Und dann fahren wir die Autobahn da hoch. Ich werde viel Laura Pausini, italienische Lieder hören, um einfach hier im Spirit zu bleiben. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ist ganz cool. Er zeigt mir jetzt hier auch schon die Staus. Also so einfach geht das in einem Tesla durch Europa zu fahren. Und vor allen Dingen, man muss sich auch dessen bewusst sein. Wir glauben ja in Deutschland, dass die Supercharger jetzt von jedem genutzt werden können. In Italien ist das noch nicht so. Das heißt, hier werdet ihr wirklich mit einem Nicht-Tesla ziemlich busy, um das mal so auszudrücken, weil einfach das ein wahnsinniger Aufwand ist, so Ladestation vorher zu planen und ihr seht hier einfach dieses Live 6 freie, 17 freie, das ist einfach viel wert für Leute, die keinen Bock haben, hier mit Apps rumzumachen und dann da warten zu müssen. Also in diesem Sinne. So, jetzt sind wir aber ready. Ich will jetzt losfahren. Es ist jetzt 10.40 Uhr. Wir lassen die Uhr hier rüber mitlaufen. Hier seht ihr dann die Dauer und so. Und dann melde ich mich vom ersten Stop. Also abonnieren, dranbleiben und jetzt geht's los. Mal gucken. Bis zu den Bergen werde ich mal
mal gucken, ob ich 17 Kilowattstunden schlagen kann. Und das mit diesem bärigen Auto hier. Also, viel Spaß bei der Fahrt und wir sehen uns nachher. Servus!